Du kennst doch unseren Namen. Was meinte sie? Du kennst noch unseren Namen. Was war das jetzt für ein Schuss? Also jeder kommt vor mir. Finde ich auch irgendwie nicht eine schlimme Eigenschaft, aber ich glaube, in diesem Format hat es mir nicht so richtig gut getan. Jeder kommt vor mir. Also es ist dir nicht nur in dem Format nicht zugute gekommen, sondern es kommt dir auch im Leben nicht zugute. Aber es ist, das muss man immer wieder sagen, eine Ausnahmesituation, sowohl für dich als auch für euch, in einer solchen Villa so viele Frauen auf einem Haufen, die eigentlich ja alle nur dasselbe wollen. Deinen Schwanz. Ja, das war halt super hart damals für mich. Irgendwie wie, als wenn man da jetzt wieder so drinsteckt. Ist das eigentlich etwas, das du in dem Moment bereut hast? Du hattest mit ihm ein Übernachtungsdate. Man hat das gesehen, das war sehr intim zwischen euch. Bereust du es, dass du die Beine breit gemacht hast und dann am Ende nach Hause geschickt wurdest?